Moin Leute, die Incursions im Hinterland wurden genervt. Nein, was soll ich jetzt machen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein, Spaß. Schauen wir uns mal das kurz an. Und zwar folgendermaßen, die Pickup-Quests wurden deutlich reduziert. Also das Gold, was ihr bekommt, es waren 2 Gold 40 und jetzt sind es 60 Silber. Yes. Dafür wurden aber die Kill-Quests deutlich erhöht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, also die Traumwasser, Zwingerkiefer, also ich glaube, das sind die Schildkröten oder diese Moonkins. Wenn ihr die killt, bekommt ihr jetzt 7 Gold. Also das wurde deutlich gebufft. Das heißt, die meisten spielen jetzt natürlich die Kill-Quests, aber es ist nicht mehr so effizient wie davor. Also die Pickup-Quests waren schon sehr, sehr effizient. Es ging einfach sehr schnell mit denen. Man hat da 2 Gold bekommen, 2 Gold 40, glaube ich, waren es. Jetzt sind 60 Silber, jetzt macht die keiner mehr. Müssen mal schauen, ob das jetzt immer noch effizient ist, genug, wenn man die Quests machen, also die Kill-Quests macht. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gespielt. Werde es aber testen und euch auf jeden Fall sagen. Zudem habe ich hier die Schnauze voll von diesen Incursions. Ich habe die wirklich so krass gesuchtet. Und ja, das wird mit der Zeit übelst langweilig, ich sag's euch. Was ich euch noch sagen wollte, hier ist ein Artikel reingekommen über Wowhead. Den schicke ich euch auch rein. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Da ging es auch ein bisschen so um die Zukunft und um Phase 3. Also was in Phase 3 noch passiert. Besser gesagt, es werden Anpassungen kommen in Phase 3. Also Klassenanpassungen. Und zwar größere Klassenanpassungen. Also die wollen hier so ein, sozusagen ein Balance-Patch bringen. Und da werden bald Informationen dazu kommen. Es gibt noch keine Informationen, was sie genau meinen, aber sie haben schon gesagt in dem Post hier, dass die Informationen bald kommen werden. Und ja, ich werde euch natürlich schnellstmöglich informieren auf dem Kanal. Das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Ein kurzes Video heute nur. Ansonsten gibt es aktuell auch nichts Neues. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Spielen und wie immer danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video und bis dann.